Hallo, einen wunderschönen Montagabend wünsche ich. Hier sind wieder die Berichte aus aller Welt, die Honigmann-Nachrichten vom 7. Dezember 2015 mit der Nummer 740. Wellington, Neuseeland. Die Maoris, Neuseelands Ureinwohner, waren sich der heilsamen Wirkung schon immer bewusst und nutzten die Blätter des Manuka-Strauches zu traditionellen Heilzwecken. Eine gängige Verwendung ist dabei die Wundversorgung. Dabei sind in den Blättern nicht einmal wirklich hohe Mengen an MGO enthalten. Erst wenn die Bienen den Nektar verarbeiten und der Honig in der Wabe reift, bildet sich mehr von der antibakteriellen Substanz. Manuka-Honig erreicht sogar bis zu 800 Milligramm MGO pro Kilogramm Honig. Zum Vergleich, normaler Honig bringt es nur auf 20 Milligramm. Gift. Die negativen Auswirkungen von Glutamat und seine daraufhin sinkende Beliebtheit beim Verbraucher ließen die Lebensmittelindustrie mal wieder erfinderisch werden. Leute, die regelmäßig die Zutatenliste von abgepackten Nahrungsmitteln lesen und beim Auftauchen des Wortes Glutamat vom Kauf Abstand nehmen, sollen künftig ein wenig an der Nase herumgeführt werden. Auf der Zutatenliste wird die konkrete Bezeichnung Glutamat daher neuerdings nach Möglichkeit vermieden. Wenn Sie also Dinge lesen wie autolysierte Hefe, hydrolysierte Hefe, Hefeextrakt, hydrolysiertes Gemüseprotein, Proteinisolate oder Sojaextrakte, dann wissen Sie jetzt, es handelt sich hierbei um andere Bezeichnungen für Glutamat. Nun hat die britische Buchautorin und Giftköchin Santini einen neuen Weg gefunden, Glutamat direkt und in großen Mengen auf die Teller zu bringen. Die neue Geschmacksrichtung heißt Umami. Es ist schon eine Riesenschwangerei, was hier mit uns gemacht wird. Weltfinanzsystem, Kriege. Zwei Entwicklungen beunruhigen die Menschen in aller Welt derzeit besonders. Die zunehmende Wahrscheinlichkeit eines globalen Finanzcrashs und die steigende Kriegsgefahr. Wohl wahr. Die Mainstream-Medien ziehen in ihrer Berichterstattung eine klare Trennungslinie zwischen beiden Themen und schwanken ständig zwischen Beschwichtigung und Panikmache. Damit stiften sie nicht nur Verwirrung, sondern lenken vor allem von der wichtigen Tatsache ab, dass es nämlich eine direkte Beziehung zwischen der tiefen Krise des Finanzsystems und den unübersehbaren Kriegsvorbereitungen gibt. Ja, ich sage mal, wer das jetzt nicht erkennt, der muss wirklich mit Dummheit geschlagen sein. Kanada. Als erstes Land aus der Gruppe der 7 führenden Industriestaaten, also G7, wird Kanada den Konsum von Marihuana legalisieren, kündigte der neue Premierminister Trudeau an. Er bestätigte damit in einer Rede zu seiner Regierungspolitik für 2016 ein Wahlkampfversprechen. Er hatte angekündigt, den Konsum von Cannabis direkt nach seiner Wahl straffrei zu stellen. Es ist ja im Grunde schon lächerlich, es ist eine Pflanze. Naja, dass es verboten ist, meinte ich. VSA. Die Produktionstätigkeit der amerikanischen Industrie befand sich im November auf dem niedrigsten Stand seit Juni 2009. Das Institute for Supply Management berichtete am Dienstag, dass der Indikator für die Produktionstätigkeit von Oktober auf November von 50,1 auf 48,6 gefallen ist. Der Rückgang drückte den Wert unter die kritische Grenze von 50, die einen Wirtschaftsabschwung anzeigt. VSA. Passend zum von der Fed avisierten Zinswende, lieferte das US Bureau of Labor Statistics positive Headlines zum Arbeitsmarkt. Plus 211.000 neue Stellen wurden im November 2015 außerhalb der Landwirtschaft geschaffen. Die Arbeitslosenquote lag im November 2015 unverändert bei saisonbereinigten 5%. Die Plausibilität solcher Daten mitten in einer abkühlenden Konjunktur hinterfragen die wenigsten. Märkte und Medien gieren nur nach den positiven Headlines. Pentagon. Das VS-Verteidigungsministerium sieht sich scharfer Kritik ausgesetzt, seitdem Berichte an die Öffentlichkeit gelangt sind, die belegen, dass für nur eine Handvoll Mitarbeiter zwischen 2010 bis 2014 150 Millionen VS-Dollar für Villen sowie 24 Stunden Dienstleistungsservice ausgegeben wurden. Es ist nur der letzte in einer ganzen Reihe von Verschwendungsskandalen des Pentagons in
Afghanistan. Mexiko-Stadt. Ein Bündnis von mehr als 40 Nichtregierungsorganisationen und engagierten Bürgern in Mexiko verlangt vom Senat des Landes die Ablehnung des TPP. Dieses Abkommen zwischen Mexiko, Australien, Kanada, VSA und anderen werde noch negativere Folgen für die bäuerliche Landwirtschaft, die Agroökologie und die Artenvielfalt Mexikos haben, als das 1994 unterzeichnete nordamerikanische Freihandelsabkommen NAFTA zwischen Mexiko, VSA und Kanada, warnen die Organisationen in ihrem Kommuniqué. Brasilia. Der Präsident der Abgeordnetenkammer in Brasilien, Cunha, hat grünes Licht für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsidentin Rousseff gegeben. Auf seinem Twitter-Profil erklärte er am Mittwoch, dass er damit auf die Forderung der Straße höre. Israel. Auf einer Pressereise auf Initiative der Australier, Israel und der Jewish Affairs Council konnten mehrere Journalisten das CIF Medical Center in Zefat besuchen. Das Krankenhaus besitzt eine sehr spezielle Abteilung für Kriegsverletzte. Es ist mit den Kräften zur Verteidigung Israels unter Vertrag. In diesem Zusammenhang befasst es sich mit syrischen Flüchtlingen. Mehr als 500 von ihnen waren Al-Qaida-Mitglieder, die während der Kämpfe in Syrien verletzt wurden. Sagt alles aus. Türkei. Abgeordnete von türkischen Oppositionsparteien und investigative Journalisten bringen immer mehr Belege und Fotobeweise dafür vor, dass staatliche türkische Krankenhäuser Dschihadisten der Islamischen Front, die Al-Qaida als unsere Brüder bezeichnen, sowie Kommandeure des Islamischen Staates behandeln. Afghanistan, Daesh. Der IS hält die Armeen aller nennenswerten Militärmächte der Welt auf Trab. Die afghanischen Taliban bezeichneten den IS jedoch in einem aktuellen Statement als Propagandaprojekt, das man größer erscheinen lasse, als es tatsächlich ist. RT sprach mit diesen Journalisten und Parlamentsabgeordneten, die sich starker Repressionen ausgesetzt sehen. Schon klar. Da draußen sprühen sie übrigens heute wie die Teufel. Ich habe gerade wieder schöne Bilder gemacht. Muss ich mich jetzt nicht wundern. China, Russland, Daesh. Russlands Präsident Putin konnte die chinesische Führung überzeugen, sich im Syrien-Konflikt zu beteiligen. Russland schlug China vor, eine gemeinsame Front gegen den Terrorismus unter UNO-Schirmherrschaft zu bilden. Das chinesische Oberhaupt Xi stimmte diesen Vorschlag nun offiziell zu, teilte die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums Hua mit, berichtete Sputnik News. China, NATO, Welt. Das chinesische Außenministerium hat die internationale Gemeinschaft dazu aufgefordert, die NATO durch eine neue Organisation zu ersetzen, in der jeder Staat der Welt vertreten ist. Die Sprecherin des Außenministeriums Hua sagte während einer Pressekonferenz am Donnerstag: Wir glauben, dass die NATO ein Erbe des Kalten Krieges ist. Das können Sie auch glauben. Wir sind davon überzeugt, dass die internationale Gemeinschaft von der Mentalität des Kalten Krieges abrücken muss. Sie fügte hinzu, dass kein Land und keine Gruppe von Staaten die eigene Sicherheit vollständig gewährleisten können. Moskau, Pentagon, Daesh. Das russische Verteidigungsministerium ist über die Mitteilung des Pentagon-Chefs befremdet, laut der die VS-Luftwaffe im letzten Monat nur gewinnbringende Ölförderbetriebe der Terroristen in Syrien zerstört, sagte der amtliche Sprecher des Ministeriums Konaschenkov. Das berichtete Sputnik. Zuvor hatte VS-Außenminister Carter bei Anhörungen im Senat mitgeteilt, dass die Fliegerkräfte der VSA und ihrer Verbündeten nicht bestrebt sind, die gesamte Ölförderinfrastruktur im Irak und in Syrien zu vernichten. Auch in den Territorien, die unter Daesh-Kontrolle stünden. Wir führen Schläge nur gegen die Objekte, die sie, also die Terroristen, für das Erzielen von Gewinnen nutzen, so Carter. Wie ist die Mitteilung von Pentagon-Chef Herrn Carter zu verstehen? Dass die Luftwaffe der VSA im letzten Monat nur gewinnbringende Erdölbetriebe der Terroristen vernichtet?
Daraus dürfte folgen, dass die Amerikaner 1,5 Jahre lang nur verlustbringende Objekte der Extremisten zerstört hätten, so Konaschenkov. Moskau, Russland. Die russische Generalstaatsanwaltschaft hat den amerikanisch-russischen Fonds für wirtschaftliche und rechtliche Entwicklung als in Russland unerwünschte Organisation eingestuft. Die offizielle Vertreterin der Generalstaatsanwaltschaft Gridneva informierte, dass ihre Behörde die Tätigkeit dieser ausländischen Nichtregierungsorganisation als unerwünscht in Russland einordnet. Der Präsident dieses Fonds ist ein amerikanischer Staatsbürger, dem es verboten ist, bis zum Jahre 2025 nach Russland einzureisen. Moskau, Russland. In der zweiten und sofortigen dritten Lesung hat die russische Staatsduma ein Gesetz angenommen, welches regelt, dass Entscheidungen des russischen Verfassungsgerichts Priorität haben und somit Entscheidungen internationaler Gerichte erst danach rangieren. Jetzt muss dieser Gesetzentwurf zur Beratung in die Oberkammer der Duma, also den Föderationsrat, nachdem der russische Präsident mit seiner Unterschrift das Inkrafttreten bestätigt, wird nationales Recht in Russland gesprochen und internationale Urteile in Russland nicht umgesetzt, sofern diese dem nationalen Recht widersprechen. Herr Putin räumt auf. Herzliche Grüße. Kiew, Donetsk. Alexander Tretjak, hochrangiger Mitarbeiter des ukrainischen Sicherheitsdienstes SBU, hat beschlossen, die Seiten zu wechseln, berichteten die Medien. Donnerstag hatte das Ministerium für Staatssicherheit des DNR gemeldet, dass Tretjak bereits auf die Seite der DNR gewechselt sei und er sich bereit erklärt habe, mit den dortigen Behörden zusammenzuarbeiten. Tretjak fordert die Bewohner der Ukraine auf, das Regime, das in Kiew seit dem Staatsstreich 2014 an der Macht sei, zu stürzen. Kiew, Donetsk. Trotz vereinbarter Waffenruhe sterben wieder Kämpfer in der Ukraine. Bei Feuergefechten im Osten des Landes sind mindestens 2 Regierungssoldaten und eine Zivilistin getötet worden. Vor allem nahe Donetsk sei es wiederholt zu Schusswechseln gekommen, sagte Alexander Motosjanik vom Präsidialamt in Kiew, örtlichen Medien zufolge. Heute wird VS-Vizepräsident Biden zu Gesprächen in Kiew erwartet. Er will mit Präsident Poroschenko auch über die Umsetzung des im Februar in Minsk beschlossenen Friedensabkommens labern. Gut gesagt, labern. Da wird wieder nichts bei rauskommen. Oder darf nicht, besser gesagt. Frankfurt. In der EZB ist es zum offenen Machtkampf gekommen. EZB-Chef Draghi soll versucht haben, die konservativen Geldpolitiker unter Druck zu setzen. Doch diese probten den Aufstand und stoppten den Plan Draghis, die Geldschleusen noch weiter zu öffnen. EU-Griechenland-Welt. Die nie dagewesene Verschuldung von Ländern in aller Welt ermöglicht den Weltfinanzverbrechern eine Enteignung im großen Stil. Wie wird sie aussehen? Müssen wir mit einem globalen Crash rechnen, Schuldenschnitten, Staatsbankrotten, Währungsreformen? Normalerweise sind sie eigentlich alle ja schon zwangsgeschlossen worden, aber sie halten sich halt nicht an die Regeln. Das ist schon interessant. Der Startschuss ist bereits gefallen. Alle Griechen müssen künftig ihre Bargeldbestände, ihren Schmuck und den Inhalt ihrer Schließfächer offiziell deklarieren. Ich glaube, mein Hamster brummt. Die von der Troika schon seit langem geforderte Maßnahme wird nun erstmals in einem EU-Land umgesetzt. Man kann davon ausgehen, dass es sich um einen Testlauf handelt. Tja, ich sage immer, es geht immer alles nur so weit, wie man es sich gefallen lässt. Den würde ich aber im Marsch blasen. 100 pro. Budapest. Nach der Slowakei zieht auch Ungarn gegen die Quotenregelung der EU zur Verteilung von sogenannten Flüchtlingen vor Gericht. Die Klage beim Europäischen Gerichtshof werde noch heute eingereicht, erklärte Ungarns Ministerpräsident Orban. Ungarn zusammen mit Polen, Tschechien und der Slowakei hätte bereits bewiesen, dass wir die Migrantenflut stoppen können, wenn wir nur wollen. Vollkommen richtig. Frankreich. Die Franzosen haben ihr Vertrauen den Regierenden entzogen. Am Sonntag wählten von den rund 44,6 Millionen Wahlberechtigten laut erster Hochrechnung 29% den nationalkonservativen Front National von Marie Le Pen zum klaren Sieger der Regionalparlamentswahl. Na, schauen wir mal, wie es endet. Deutschland.
Die Menschen fühlen sich nicht mehr sicher. Das ist wohl wahr. Chaotische Verhältnisse an den Grenzen, eigenmächtig reisende Migrantenmassen auf dem Weg nach Deutschland und planlose Politiker treiben den Umsatz der Waffenhändler in die Höhe. Das ist ja auch das Ziel. Verstärkt bewaffnet haben sich die Bürger nach den Terroranschlägen in Paris, da man auch bei uns damit rechnen muss, dass über kurz oder lang der nächste Anschlag erfolgt. Richtig? Noch nie besaßen so viele Privatpersonen in Deutschland Waffen. Allein die Pfefferspray-Verkäufe haben sich innerhalb der vergangenen Monate verdoppelt. Jetzt greifen auch immer mehr Menschen zu Pistolen aus Angst vor dem Terror. Und dabei muss man immer nur betonen, zur Selbstverteidigung. Weil das ist ja nun überhaupt nicht gegeben. Deutschland. Der Antiterror-Spezialist Kassner gehörte 20 Jahre lang der GSG 9 und dem Spezialeinsatzkommando an. Kassner. Gerade in Berlin und im Ruhrgebiet ist es schon extrem geworden. Dazu kommt die Aufnahme vieler zum Teil unkontrollierter Flüchtlinge. Man muss kein Prophet sein, um den Anstieg der normalen Kriminalität zu erkennen. Richtig. Im Bereich von terroristischen Aktionen gegen unser Land ist es nur eine Frage der Zeit. Und die meisten, ich hoffe, sie schlafen nicht inoffiziell. Das wäre schlimm. Potsdam BRID. Die Bundeskanzlerin ist mit dem diesjährigen Abraham-Geiger-Preis für Verdienste um das Judentum ausgezeichnet worden. Merkel sei eine Garantin der Freiheit der Religionen in der modernen Gesellschaft, so die Jury. Die haben echt den letzten Knall auch noch nicht gehört. Korrekter Kommentar vom Kurzen. Als Vorsitzende der alliierten Besatzerverwaltung hat sich das Merkel diesen Preis mehr als verdient, denn sie macht einen guten Job, ganz im Sinne ihrer Auftraggeber. Alles klar? Die gute Nachricht. Hier ist eine Idee. Lasst uns dieses Jahr alle Weihnachtsgeschenke bei kleineren lokalen Geschäften und Selbstständigen kaufen. Unterstützt eure umliegende Gemeinschaft. Ihr habt es in der Hand, ob Innenstädte bunt gemischt und individuell bleiben oder bald nur noch von Großkonzernen geprägt werden. Es ist leider schon traurig und es ist so. Die unter fragwürdigen Bedingungen produzieren. Und nebenbei haben sie vielleicht ein paar Leute vor Ort auch schönere Weihnachten. Und zweite gute Nachricht, Seelenvitamine. Schön. Zu Sokrates kam ein Freund und wollte ihm gerade aufgeregt die letzte Neuigkeit über einen anderen Freund berichten, dem die Frau davongelaufen war. Sokrates unterbrach ihn nach dem ersten Satz und fragte ihn stattdessen, lieber Freund, hast du das, was du mir jetzt erzählen willst, durch die drei Siebe gefiltert? Nein, antwortete der Freund erstaunt, was sind das für drei Siebe? Nun, erklärte Sokrates, das erste Sieb ist das Sieb der Liebe. Hast du deine Nachricht über unseren gemeinsamen Freund durch das Sieb der Liebe laufen lassen? Errötend antwortete der Freund, nein. Gut, antwortete Sokrates, hast du dann diese Nachricht durch das Sieb der Wahrhaftigkeit laufen lassen? Ist alles so, wie du es mir erzählen willst, auch tatsächlich geschehen? Warst du dabei? Weißt du alles ganz genau? Der Freund errötete noch mehr und sagte wiederum, nein. Gut, antwortete Sokrates, dann hast du deine Nachricht aber sicher durch das Sieb des Nutzens laufen lassen. Was nützt es mir also, wenn ich diese Nachricht über unseren gemeinsamen Freund erfahre? Der Freund überlegte kurz und sagte dann gar nichts und ging beschämt von dannen. Ja, das war's mal wieder für heute. Ich bedanke mich zunächst erstmal recht herzlich fürs Zusehen und fürs Zuhören. Grüße hier ganz besonders die Sabine, sie weiß, wer gemeint ist. Vor allen Dingen grüße ich alle recht herzlich, die am letzten Honigmann-Treffen jetzt am Wochenende teilgenommen haben. Es war ein wunderschönes Treffen, auch wenn unser Erne nicht dabei sein konnte. Von hier aus auch recht herzliche Grüße an ihn zur baldigen Genesung. Das ist Fakt. Und ja, alle anderen grüße ich trotz alledem recht herzlich, wünsche einen wunderschönen Montagabend und verbleibe wie immer eure Colli vom Honigmann. Und tschüss, viele liebe Grüße.